Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Aiden Croft und ich begrüße dich zurück bei Let's Play 1954 Alcatraz. Wir fangen auch sofort an und jetzt habe ich den Faden verloren. Unterstützen dabei, Christine herauszufinden, was in ihrem Apartment los war. Verdammt! Jemand hat unsere Wohnung auseinandergenommen. Es sieht hier nicht immer so aus. Ja, das wollen wir mal hoffen, dass das nicht immer so aussieht hier. Was hast du denn da? Ich hoffe, ich bekomme das schnell wieder aufgeräumt. Na gut, dann räumen du erstmal auf. Wir warten so lange. Puh, schon viel besser. Ja, da hast du aber recht. Joe geht es gut. Er hat mir echt die ganze Zeit nichts von dem Geld erzählt. Jetzt könnte er draufgehen, um mich vor Mickey zu beschützen. Ich muss Joe beim Ausbruch helfen. Und ich muss die Beute finden. Joe sagte irgendwas über einen Plan und unseren Globus. Und über Mexiko und Hawaii. Unsere beiden Fluchtziele. Da. Und siehe da, ein Geheimversteck. Oh. Wow. Im Globus. Ein gefaltetes Blatt Papier. Ja. Glücklicherweise haben Mickey und seine Schläger die Notiz nicht gefunden. Ganz recht. Das Blatt Papier schauen wir uns natürlich mal an. Schema für einen Safe. Joes Plan für einen Safe, würde ich sagen. Steht aber nicht drauf, wo der Safe eigentlich ist. Hier steht, die Schlüssel sind bei Bernadette, Viv und Sutter. Ich wünschte, er würde Bernadette aus solchen Sachen raushalten. Vivian ist wahrscheinlich gerade zu Hause und fragt sich, wann ich mit der Miete rankomme. Sutter hängt normalerweise im Café rum. Genau wie Bernadette. Okay, dann wissen wir das auch schon. Dann schauen wir uns mal weiter um. Man kann sich übrigens auch einzeigen lassen, wo was versteckt ist. Das sieht dann so aus. Mal sehen. Aber das werde ich... Der Inhalator steckt noch drin. Das werde ich nur benutzen, wenn ich wirklich nichts mehr finde und nicht mehr vorankomme. Weil... So was zu sehen, ach, da ist Papiere, da kann man dann nachgucken. Finde ich doch viel schöner Hier und interessanter. Die erste Ausgabe meines Magazins. Ist ja auch mehr oder weniger für meine Poetry Party. Mehr oder weniger der Sinn eines Let's Plays, das selbst zu suchen, rauszufinden. Joes alte Druckerpresse. Es gibt nichts, was er nicht reparieren kann. Weit und breit keine versteckten Geheimnisse. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Ende des Monats müssen wir unser Magazin drucken. Hm. Oh, haben eine Katze. Ein weiterer Ausreißer. Ich weiß nie, wo er sich rumtreibt. Tja. Oh, Joes und Christines Komposition. Hm. Ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass das jemand niedergeschrieben hat. So, Klavier. Darin verbirgt sich nichts Besonderes. Auch okay. Wenn die Wächterkatze einen anderen Eindruck vermittelt. Ja, da haben wir noch Platten. Ich habe keine Zeit, Platten aufzulegen. Wir haben für unsere Sammlung Jahre gebraucht. Aha, sie nimmt aber eine mit. Das ist der Plattenspieler. Ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Ach, und jetzt legst du doch eine Platte auf. Was haben wir da? Berge von Post. Überfällige Rechnungen. Einige Briefe von... Hä? Moment mal. Ein Brief von Joe. Liebste Christine. Ich überspringe mal den persönlichen... Ach, warum das denn? Erinnerst du dich an unseren Plan, nach Mexiko oder Hawaii abzuhauen? Ja, wenn es interessant wird, überspringst du. Mexiko und Hawaii sind unterstrichen. Mhm. Es funktioniert noch. Nach 10 Verhandlungen hat mir die Telefongesellschaft noch einen weiteren Monat gegeben. Ja, so sind die von der Telekom. Alleine aus der Schlinge ziehen. Ich kann keine Hinweise finden.
Es ist kalt und einsam. Okay. Ich kann in meinen alten Klamotten keine neuen Hinweise finden. Ach, warum das denn nicht? Diese alte Streichholzschachtel. Ja, da haben wir doch schon was. Was steht denn da drauf? Eine Streichholzschachtel aus Mickys Club mit einer Widmung. Komm jederzeit vorbei, ich lade dich ein. Mickey, als wir noch alle Freunde waren. Als wir noch alle Freunde waren. Meine Lieblings-Jazzplatte. Ich liebe den Pianisten. Gut, da haben wir die Notenblätter. Ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass das jemand niedergeschrieben hat. Das ist mein letzter Inhalator. Da haben wir noch was. Die war mal für Reizwäsche. Als ich dafür noch eine Verwendung hatte. Vielleicht hätte ich das eine oder andere Teil für Joes Rückkehr aufheben sollen. Wild zusammengewürfelte Unterwäsche. Voller Löcher. Kann etwas wirklich voll mit Löchern sein? Gute Frage. Meine Schublade mit den Socken. Oh, eine weitere Haarklammer. Na, sieh mal an. Ich habe nie Zeit, sie richtig aufzuhängen. Alte Ausgaben lokaler Lyrikmagazine. Sie halten sich nie lange. Jo. So, da geht's nach Norfbisch zurück. Ah, da haben wir einen Wäschesack. Das ist nur meine Wäsche. Für Wäsche habe ich nie Zeit. Ja, wer hat das schon? Gut, gehen wir mal auf die Feuerleiter. Hey, Muffin. Geh zurück zu deiner Frau, Dale. Lass mich rein, es ist kalt. Na gut, aber nur ein Drink. Und eine Zigarette. Dale, du bist ganz hier raufgeklettert, nur für einen Flirt? Das ist ganz schön verrückt. So, jetzt haben wir hier eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und zwar eine Entscheidung, die das ganze Spiel beeinflussen wird. Denn zumindest steht so auf der Verpackung, du entscheidest den Verlauf der Geschichte. Wir können jetzt sagen, hey zu, ich habe einen Kerl, ich habe einen Ehemann, ich bin treu. Oder wir können sie auch zum kleinen Flitschen machen. Bloß, ich denke mal, der gute Joe vertraut ihr. Sie hat ihm ja eben auch noch gesagt, dass sie ihn liebt alles. Also in der letzten Folge. Und dass sie ihm helfen will, zu fliehen. Zumindest in dieser Season werden wir sie als brave, treu, liebende Ehefrau behandeln. Ich habe einen Kerl. Ich habe einen Ehemann. Du bist alt und vertrocknet, wenn er rauskommt. Spar dir das Gerede. Das höre ich ständig. Du wirst auch nicht jünger. Und du verschwendest deine Zeit. Lass uns zusammen abhauen. Lass uns zusammen ein Theaterstück schreiben. So, und hier geht's nochmal weiter. Ich bin vergeben und glücklich. Urlaub, man könnte sie doch noch verführen lassen, aber nein. Ich bin vergeben und glücklich. Lass uns wenigstens ein bisschen Velo durchziehen. Dann kriege ich wieder den Kopf frei. Hast du noch was da? Sorry, aber find jemand anders, der dir gibt, was du gerade brauchst. Wie wär's zum Beispiel mit deiner Frau? Sie spricht nicht mehr mit mir. Ich hab's einer Nutte auf dem Dachboden besorgt. Und die Kinder haben sie gesehen. Mann, hat die mir eine Szene gemacht. Wenn du nicht noch eine schlimme Szene suchst, dann hau lieber ab. Leck mich am Arsch. Und da wundert er sich, dass seine Frau ihm eine Szene gemacht hat. Wer ist der Kerl? Hey, Mister? Seine Schreibmaschine ist zu laut. So, weil da mal, naja, auch da geht's zum Dach rauf. Da geht's da wieder hin. Was war das? Zurück nach innen. Okay. Ah, Kissen. Ich lasse sie hier. Mein Zimmer ist schon voll genug. Ich schlafe hier immer, wenn es drinnen zu warm ist. Heute aber nicht. Es ist eiskalt. Gut. Das sprang mir direkt ins Auge. Gekühltes Lucky Lager. Lucky Lager. Das beste Wegbier der Stadt. Ich hoffe, es platzt nicht in meiner Tasche. Ja, dann gucken wir mal, was auf dem Dach los ist.
So, was haben wir denn hier alles? Ah, der Fahnenmast. Telefonleitungen. Beim nächsten Erdbeben werden sie die ganze Stadt in Brand setzen. Natürlich, Telefonmast. Ich könnte auf den Mast klettern. Aber Detective Grassy würde mich sehen. So, hier hatte ich, glaube ich, noch irgendwas. Jawohl. Springen? Nee, da bringe ich mich nur bei um. Ich bin doch nicht mein Kater. Ich habe auch noch niemanden, der dann auf ihn aufpassen würde. Es ist bestimmt ein tragendes Element. Das sieht nicht besonders stabil aus. Ich will nicht, dass es einkracht. Okay, haben wir hier. Da haben wir noch was. Dieses Dach macht's nicht mehr lange. Ich könnte meine Vermieterin drauf ansprechen. Aber eigentlich dürfte ich gar nicht hier oben sein. Ja, dann lassen wir das besser, wa? Und gucken, gehen wir mal zum Nachbarhaus. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Na gut, wenn du nicht rübergehen willst und hier nichts mehr ist, dann müssen wir schon wieder runter. So. Zimmer hatten wir durchsucht, das heißt, wir gehen nach North Beach. Hinweis. Ich muss rausfinden, wo Joe die Beute versteckt hat. Von nun an kannst du jederzeit zwischen Joe und Christine hin und her wechseln. Oh. Dann gucken wir doch mal, was Joe im Moment so treibt. Zur Hölle soll ich bis zum Ende des Monats hier raus sein. Du schuldest mir was, du Bastard. Meine Frau will sich scheiden lassen. Ja, Gaspipe. Also, normalerweise würde ich ja sagen, dir groß mal zeigen wir es jetzt mal. Bloß, wenn wir jetzt eine Schlägerei anfangen, tja, was passiert dann? Gerade in amerikanischen Gefängnissen. Ganz genau. Du landest im Bau. Und das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, weil dann ist mit Flucht an oder Anflucht gar nicht zu denken. Deswegen versuchen wir ihn mal zu beruhigen. Entspann dich, Kumpel. Wir müssen alle noch sehr lange miteinander klarkommen. Wenn ich dir etwas schulde, dann haben wir genug Zeit, das zu klären. Ich zahle meine Schulden. Wo soll ich schon hin? Nur einer von uns wird diese Insel lebend verlassen. Ich reiß dir den Kopf ab! Ja. Ach, scheiße. Das war's. Ihr kommt ins Loch. Alle beide. Klasse, das hat ja super funktioniert. Super. Was haben wir denn bei Reparaturen letztes Jahr habe ich das Waschbecken und die Toilette ausgebaut. Warum machst du sowas? Es ist mit der Zelle unter mir verbunden. Ja, fragen wir doch. Hallo. Ist jemand da unten? Scheint gerade niemand da zu sein. Zu eng, um rauszuklettern. Ich möchte sie nicht kaputt machen. Sie zieht die schlechte Luft raus. Der ganze Raum stinkt nach Schweiß und Urin. Ja, lecker, ne? Ein Lüftungsschacht. Hey, ist da jemand? Wer ist da? Ich bin's, Joe. Hier spricht der Lizard. Der Lizard. Der Lizard. Hältst du durch? In meinem Kopf gehe ich diese Insel Schritt für Schritt ab. Ich finde einen Weg. Okay. Wie oft überprüfen Sie die Isolationszellen? Alle 2 bis 3 Stunden. Genau wie überall sonst. Ah, du willst hier weg. Vielleicht. Wirf deinen persönlichen Kram ins Wasser und warte, bis er irgendwo angespült wird. Fotos und so. Sie werden denken, du bist ertrunken. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht, die Idee.
Was machst du, wenn sie Kopf für Kopf durchzählen? Ich schneide mal. Wir gehen aufs Kissen. Okay. Also, es ist ja ganz klar, was gemeint ist. Kopf aufs Pappmaché machen und dann so hinlegen, dass es für die Wachen aussieht, als ob man im Bett liegt. Wie komme ich an den Wachtürmen vorbei? Finde heraus, wer Schicht hat, wer Familie auf der Insel hat. Dann nimm seine Frau als Geisel. Keine Partner. Ich zieh das allein durch. Ist das Schwimmen gefährlich? Nimm dich vor dem Geist von Alcatraz in Acht. Geist? Du glaubst an Geister? Ich habe ihn selbst gesehen. Einen Soldaten mit Knaststrafen. Er wird versuchen, dich zu erwürgen. Bestimmt. Lass dich nicht kleinkriegen. Hey, Mr. Mason. Ja. So, was können wir dich denn fragen? Wie lange sitze ich hier fest? Ich weiß nicht, Joe. Vielleicht kommst du auch nie wieder raus. Hä? Tut mir leid wegen dem Ärger. Ich war nur so wütend wegen meiner Frau. Ja, ich weiß. Ich hab's mitbekommen. Es war ein Missverständnis. Natürlich will ich arbeiten. Genau. Je nachdem, was der Direktor sagt. Ach, Mensch. So, Joe sitzt in Einzelhaft. Vielleicht kann Christine helfen. Das heißt, wir müssen in diesem Moment auf Christine zurückgreifen. So. Wo können wir denn hingehen? Ja, nehmen wir mal Vivians. Vielleicht weiß sie etwas über die Beute. Viv? Ich hoffe, sie ist nicht tot. Sie wohnt da oben ganz allein. Tja, dann gehen wir mal nachschauen. So, was haben wir denn hier alles? Ach, da liegt die Vivian. Viv, alles in Ordnung? Meine Stimme, Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? Ja, wir haben ja nichts Besseres natürlich, zu tun. Danke. Ich fühle mich zu schwach auf den Beinen. Hab die Nacht durchgetanzt. Was für eine Suppe möchtest du? Ah, heiße Suppe mit Wintermelone. Gut. Wir schauen uns aber erstmal ein bisschen hier um. Du hier machst den besten Eindruck. Nicht anfassen! Ach so. Alles klar. Interessant. Was war das? Eine Druckerplatte. Die Rückseite. Und ich könnte ja wetten. Die Rückseite einer 20-Dollar-Blüte. Wollte ich gerade sagen. Einer Blüte. Oh, eine weitere Haarklammer. Okay. Ich bekomme doch nicht mal mein eigenes Bett gemacht. Ah, da haben wir ein Foto. Sieht aus wie alte Familienbilder. Vielleicht Verwandte, die sie zurücklassen musste. Das war sie. Vor langer, langer Zeit. Ein uraltes Gerät. Sogar die Programme darauf scheinen alt zu sein. Nicht den Regler berühren. Viv darf auf keinen Fall ihre Krimis verpassen. Na gut. Viv liest 2 bis 3 chinesische Zeitungen am Tag. Ich würde kein Wort verstehen. Willst du Chinesisch lernen? Du hättest Joe welche schicken sollen. Er hat alle Zeit der Welt. Na, der Kalender noch. Ich habe kaum noch Zeit. Ich hoffe, ich lebe noch lange genug, um das nächste Blatt zu sehen. Papierhandtücher, Kisten mit Schrott. Sie ist so sammelwütig wie ich. Okay, ja. Zu schwer zum Herumschleppen. Leer. Riecht gut.
was auch immer das mal war. Handschuhe voll mit Tinte. Färbt. Jo, leerer Topf. Dann gehen wir mal gucken, wo wir Suppe für die gute Wirfe kriegen. Ich meine, klar, wird wohl in der Küche sein, ne? So. Schade, sie sind schon weg. Die Köche hier sind der Hammer. Die verscheißern mich immer, wenn ich eine Bestellung durcheinander bringe. Wieso bringst du die denn durcheinander? Servierst du hier oder was? Eine Schublade. Spannend, spannend. Ja, dann guck doch rein. Kleine Küchengeräte. Handtücher und so ein Kram. Nur Geschirr. Das ist Aufgabe des Lieferservice. Okay. Oh, Sojasauce. Auf Ex? Nein, danke. Stäbchen? Ach, Gabeln sind mir lieber. Yep, alles ordnungsgemäß abgeschaltet. Gut. Ein paar gusseiserne Wok und Töpfe. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, hier gibt es mehr Wok. Ich könnte wirklich etwas Suppe gebrauchen. Fehlt eigentlich nur noch eine Kelle. Eine Kelle. Da haben wir doch eine Kelle. Könnte noch nützlich werden. So. Die Kelle fehlte doch. Jetzt ist der Topf leer. Aber wir haben eine Tasse mit leckerer Suppe. So. Schublade für Kräuter und Gewürze. Noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind bereits leer. Kann ich denn nur noch ans Essen denken? Ich bin nicht schwanger. Nur hungrig. Ich bin nicht schwanger. Finger weg von den Enten. Na gut. Ich... Was wollte Wiff noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Gewürze und Kräuter. Der Koch allein weiß, was das alles ist. Ja, das nehme ich mal an, dass es alles auf Chinesisch bezeichnet ist. Die ganzen Fächer. Und wo kriegen wir eventuell besser eine Übersetzung für diese Zeichen als im Speiseplan? Wintermelone steht hier auf der übersetzten Seite. Und auf der chinesischen, da haben wir es ja. So, da haben wir das Zeichen. Und dann gehen wir nochmal gucken da hinten. So. Ich vergleiche mal die Schriftzeichen. Das hier vielleicht? Nein, Bingo. Ah, wunderbar, wunderprächtig. Jetzt kombinieren wir das miteinander. Wintermelonensuppe. Riecht lecker. Gut, ab nach Vivian. Und den ersten Schlüssel holen. So, zeitmäßig sind wir noch im Soll. Viv? Meine Stimme. Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? Ja, ja, bringen wir ja gerade. Ihre Bestellung, Ma'am. Suppe mit Wintermelone. Oh, danke. Sehr lecker. Ja, richtig lecker.
Ich habe selbst probiert. Geht mir gleich viel besser. Vivian Wong, meine coole Vermieterin. Schön, dass du mich besuchst. So, fangen wir mal ein bisschen mit Smalltalk erstmal an. Was hast du damals in China gemacht? Kalligraphie. Und deswegen musstest du das Land verlassen? Ja, da habe ich vorher etwas Geld gemacht. Geld hilft immer. Nein, ich habe zu schlechte Augen dafür. Außerdem zittern meine Hände. Hat dir Joe etwas gegeben, bevor sie ihn eingebuchtet haben? Einen Schlüssel vielleicht? Nein, ich... Warte mal, er hat mir das neue Radio gegeben. Aber mein Neffe hat es mit auf die Arbeit genommen. Wo ist das? Toll. In der kleinen Oper bei der alten Telefonvermittlung. Gleich hinter Fragrance Alley. Tja, da müssen wir mal zum Neffen gehen. Ne? Was soll ich als nächstes machen? Ich wüsste nicht, warum wir in dem Moment noch irgendeinen Gefallen tun sollten. Wir sind ja auf dem Weg. Ich verschwinde mal. Auf der Suche nach den Schlüsseln. Danke. Also gehen wir direkt mal zur Oper, zur chinesischen. Da ist sie. Und was wir in der Oper erleben, das erfahren wir im nächsten Part. Ihr wisst, wie es ist. Ein Kommentar, ein Däumchen hoch oder so, ist immer gern gesehen. Ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Und sage jetzt nur noch Arrivederci, winke, winke, goodbye. Euer Aiden Croft.